Ist das da vorne die Polizei? Da steht ein Polizeiauto. Hey, what the fuck? Die fahren weg. Wohin fahren die? Die sehen doch, wie das Auto aussieht, Junge. Alter, meine Augen. Seht ihr das? Das ist ein Spiegel. Spiegel, Miegel. Spiegel kaputt! Ich stelle mich mal kurz hier hin, damit der Abschleppdienst das Fahrzeug abholen kann. So, hier, das ist ein guter Spot. Und dann ziehen wir nochmal die Handbremse an. Hey, was ist mit der Handbremse los? Ist kaputt. Verstehe ich nicht. Wie macht man denn jetzt hier die Warnblinker aus? Na, Mist. Geh aus! Das Scheiß. Geh aus, du Scheiß! Hey! Oh, Entschuldigung. Ah, ja! Hab's geschafft. Warnblinkanlage ist aus. Juhu! Machen wir die Lotskarte aus und warten ganz gediegen und gechillt. Ihr wisst ja, bei mir ist immer alles gediegen und gechillt, obwohl ich komplett am Ausrasten bin in jedem Video. Wir warten jetzt, ja, gechillt auf dem Ab... Die Warnblinkanlage funktioniert ja immer noch. Das gibt's doch nicht. Das ist auch unfassbar. So, willst du mich denn komplett hops nehmen? Die läuft ja immer noch, die Warnblinkanlage. Das ist scheiße. So kann man nicht fahren. Haram. Haram, anderes Level. Aua, ich habe mir wehgetan. Passiert aber oft. Ist normal. Ich hätte gerne jetzt einen Hammer. Hammer habe ich im Auto. Zum Glück habe ich den das letzte Mal mitgenommen. Der wäre mir wahrscheinlich auch geklaut worden. Aber diese kleinen Drecksgärtner hier, ihr kleinen Keks, wieso klaut ihr mir meine Heckenschere? Das war eine gute Heckenschere. Hammer. Hammer der Hammer. Hammer der Hammer. Einmal hier drauf. Erstmal Kappe abmachen, ganz wichtig. Oh, wie heiß. Bro, das glüht ja fast schon. Und... Boah, das brennt. Wieso brennt das? Alter, wieso hat das gebrannt? Ich habe ein bisschen Angst bekommen gerade. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt das Poloch in Ruhe lassen und auf den Abschleppdienst warten. Ganz gediegen, weil ich habe keinen Bock, dass dieses Auto am Ende hier noch abfackelt. Ah, ich wurde schon angerufen von Abschleppman. Warte. Wir gehen gleich jetzt rein. Gerade eben hat er mich angerufen. Der Alex, der Gute. Jetzt geht er nicht dran. Nein. Alex. Bin... vor Ort. Der hat ja gesagt, um 10 Uhr hat er irgendeinen anderen Kunden, wo er ein Fahrzeug abholen muss und danach kommt er zu mir. Ist er gerade dran gegangen? Ich teste jedes Auto auf seine Sextauglichkeit, damit du weißt, wo du deine Airbags rausholen kannst oder wo du deine Lust besser ausbremsen solltest. Mein Name ist Sophie Ochsenmüller und ich bin professionelle Autosextesterin. Wir alle haben schon einmal versucht, in einem Auto zu fügen. Am liebsten würde ich das Handy jetzt gegen diese Wand klatschen. Was habe ich mir gerade angeschaut? Autosextesterin, das war ich schon vor 3 Jahren. Komm mal mit was Neuem. Den Hick-Test haben wir schon längst gemacht. Studi! Aber das mit dem Blinker war geil. Kurz mal fast ganz Fahrzeug angezündet. Falls jemand eine Verkleidung vom Spiegel sucht, einfach anrufen. Ah, ich werde angerufen. Also der Fahrer könnte jetzt losfahren. Ja, kann er gerne machen. Also ich bin jetzt hier vor Ort schon. Gut, dann schick ich ihn. Ist er bei dir noch in Offenbach? Ja, der hat gerade abgeladen und er fährt jetzt direkt los. Ja, okay, alles klar. Dann bis gleich. Jo, ciao. Fahrer kommt. Fahrer, oh, der Spiegel. Mein Gott, sieht das schön aus. Hey, wow. Ich zeige euch mal, wie ein Spiegel von innen aussieht. So. Ich bin ganz nah dran. Kann man alles erkennen? Ich hoffe. Wo ist der Spiegel eigentlich? Hier ist der Spiegel. Wer hat denn hier wieder gesoffen? Jungs, nicht nur saufen, auch arbeiten gehen. Was machen im Leben? Ziele haben. Etwas erreichen. Ganz, ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft. Weil Inflation schallert rein. Alles wird teurer. Wir brauchen Geld. Oder ihr macht es noch schlauer. Einfach autark leben. Selbstversorgend. Wo man einfach nichts hat, Alter. Kein Stress. Keine Steuern. Da muss man keine Autos zerstören. Hölle. Heute läuft bei mir. Wenn ich das Fenster jetzt noch treffe, dann mache ich diese Trickshot-Videos. Ohne Scheiß. Okay. Wird nichts. Ich bleibe bei Zerstörungen. Nur das kann ich. Ohne Scheiß. Für alles andere bin ich zu dumm. Wir haben so viel auf diesem Kanal probiert. Nichts hat geklappt. Zerstörungen laufen wieder. Einigermaßen.
Aber es macht auch am meisten Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Spiegel, das ist ein Spiegel, den ich hier rausziehe. Nee, ich lasse den hängen. Sieht besser aus. Aha, aha, aha. Hops genommen. Geht eigentlich der Kofferraum noch auf? Ja, kein Bock, Leute. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Am Ende sieht mich jetzt hier noch jemand und dann kommt wieder die Polizei. Nee, kein Bock, das ist scheiße. Das Fahrzeug wird jetzt hier ganz gechillt abgeholt. Ich werde jetzt noch ein bisschen filmen so. Den Müll, den ich hier verursacht habe, der ist weg. Alles schön aufgeräumt. Dafür sind wir ja bekannt hier auf dem Dreckskanal. Wir sind zwar ein Dreckskanal, trotzdem machen wir unser Dreck auch weg. Ganz wichtig, wir wollen hier nicht die Umwelt schädigen. Boah, was ist ein schmackhafter Stein. Der ist ja gut. Ey, wie leicht der ist. Was ist das für ein Stein? Der ist ja fast wie aus Pappe. Wow. Oh, ich höre Sirenen. Es kann sein, dass die Polizei kommt. Entweder ist es oben auf der Autobahn. Oder die rasen gleich hier runter. Ich verstecke mich ins Auto. Ja, ja, die kommen. Die kommen doch nicht. Das ist irgendwo anders. Oh. Schade. Schade. Das wäre auch geil gewesen. Aber nein. Jetzt mal Real Talk. Es ist wirklich komplett sinnlos. Boah. Einfach so Polizeieinsätze auszulösen. Was ist das denn hier? Wie gesagt, die haben Besseres zu tun. Alter, das ist ja ein Schwimmbad hier. Da würde ich mal gerne reinfahren. Einfach hier rein und da hinten wieder raus. Ja, wir müssen ein neues Auto besorgen. Auf jeden Fall. Aber was ich in den Kommentaren gelesen habe, das waren extrem viele Kommentare in dem Treppenvideo, wo ich die Treppe runtergefahren bin. Da habt ihr reingeschrieben, dass ich mit dem Drecksfender die Treppe runter und hochfahren soll. Junge, ist einfach komplett kaputt. Aber ich glaube, das geht sogar. Es geht sogar relativ easy mit dem Teil. Ja, kein Wunder, dass die Leute hier die Polizei anrufen. Guckt euch mal an, wie das Drecksding aussieht. Spiegel hängt auf halb Penis. Hinten ist wirklich ein Penis draufgemalt, vorne auch. Und das ganze Fahrzeug sieht komplett Banane aus. Kann sein, dass die Frau da mit den zwei Hunden jetzt auch die Polizei ruft. Bitte nicht. Das Ding wird gleich abgeschleppt. Alter, was für geile Hunde. Hören auch sehr, sehr gut. Die Frau hat Ahnung. Sie guckt aber verwirrt. Und denkt sich, was habe ich falsch gemacht im Leben? Ich will auch Autos zerstören. Ey, ich laber heute viel zu viel. Gleich kommt Abschleppdienst und dann sehen wir uns wieder. Jo, ich war in der Zwischenzeit kurz weg. Der Abschleppbrä ist jetzt aber da. Ich bin auch da. Servus, was geht? Hallo, alles gut? Ja, bei dir? Ja. Da ist die Karre. Jo, guck mal, ich glaube, der hat hinten einen Haken. Ja, genau. Wenn du willst, kannst du auch gerne mal einmal draufklatschen. Hau drauf. Gib ihm. Hier, der Alex braucht das wahrscheinlich auch, gell? Wenn wir es abmelden, ja, ist noch gerne. Angemeldet. Ist noch angemeldet, ja, ja. Melden wir es ab und den Rest macht er dann mit dir, die muss ich mitnehmen. Okay, brauchst du Fahrzeugschein? Genau. Fahrzeugschein ist, ja, die Rotzmörder hier, wie sieht die denn aus? Warte mal, ich glaube, die habe ich sogar einstecken. Ja, fährt hier. Der noch? Der fährt noch, ja. Ich kann den hochfahren, wenn du willst. Nee, geht schon, mach ich selbst, alles gut. Ja? Ja. Okay. Ich brauche noch nicht anhängen. Handbremse okay. Geht auch? Handbremse geht auch, ja. Ja, gut, dann fahr ich ihn hoch. Ja, alles klar. Brauchst du mich noch? Nee. Nee? Okay, alles klar. Ist okay für dich, wenn du im Video drin bist? Wie jetzt beim Aufladen oder was? Nee, jetzt. Hast du nicht die Kamera gesehen auf meinem Dreckskopf? Scheiße. Ist okay für dich? Yes. Warte mal kurz. Lass mich noch einmal ausrasten, ja? Einmal noch. Ich würde gerne die Scheiben kaputt machen, aber das darf ich nicht, weißt du? Da lacht er sich kaputt, Junge. Da lacht er sich kaputt, der Abschleppbrä. Okay. Das war's. Mach's gut. Ich danke dir. Ciao. Da lacht er sich kaputt. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, den Leuten hier noch eine Freude zu bereiten. Tschüssi. Tschüssi, Brudi. Ciao, ciao. Ja. Ich hoffe, der schafft das. Ah, warte mal, ist der Schlüssel noch drin? Ja, Schlüssel ist drin. Danke, Brudi. Ich küsse doch deinen Hund. Ich denke, was laber ich da? Ich küsse deinen Hund. Ich küsse den After von seinem Hund. Hause.